Cool Street, 24. Juli 1920. Der Mann, dem sie hier zujubeln, ist Charles Ponzi. Gerade hat ihn sein Fahrer hier abgesetzt, vor dem Sitz seines Unternehmens. Ponzi ist 1,60 Meter groß, wiegt nur etwa 58 Kilo. Aber er ist der Größte in Boston an diesem Tag. Und er ist ein Schwergewicht. Er, der 20 Jahre zuvor mit $2,50 in der Tasche in Amerika ankam, hat es geschafft. An diesem Morgen ist er laut eigener Aussage 8,5 Millionen Dollar schwer. Inflationsbereinigt wären das heute rund 130 Millionen Dollar. Und das ist noch viel entscheidender. Ponzi wird sie alle hier ebenso reich machen. Hunderte Männer und Frauen sind hierher gekommen, um ihrem Helden zuzujubeln und um ihm ihr hart verdientes Geld zuzuschieben. Denn wer bei Ponzi anlegt, wird sein Geld innerhalb von 3 Monaten verdoppeln. Das ist sein Versprechen. Und Ponzi wird dieses Versprechen wahrmachen. Sein breites Grinsen an diesem Morgen lässt daran keinen Zweifel. Drei Tage später. Es ist gegen Mittag, als eine Gruppe von Männern gewaltsam in Ponzis Büro eindringt. Die Männer verursachen eine Panik in den engen Räumen, vor denen auch jetzt hunderte Menschen in einer Schlange stehen. Mit einem entscheidenden Unterschied. Diesmal wollen sie nicht einzahlen, sondern ihr Geld wiederhaben. Nochmal 2 Wochen später, am 12. August 1920, wird Charles Ponzi verhaftet werden. Zurück bleiben 20.000 geschädigte Anleger, die ungefähr 2/3 ihres Geldes verloren haben. Ja, und Charles Ponzi wird tatsächlich schon in die Geschichte eingehen, aber eher als Betrüger, nicht so als Volksheld, wie er es vielleicht geplant hatte. Mein Name ist Tobias Görtler. Und ich bin Anna Hönscheid. Wir sind Redakteure bei der Wirtschaftswoche. Und Sie hören Vivo History Financial Crimes. In dieser Staffel geht es um die größten Betrüger und Schwindler der Finanzgeschichte. Ja, und einer, der da ganz oben steht, das ist eben Charles Ponzi. Er ist der Mann hinter dem Ponzi-Scheme. Im englischsprachigen Raum ist das ein feststehender Begriff für eine bestimmte Betrugsmasche. Ganz vereinfacht gesagt funktioniert das System so, dass ich Geld von Anlegern annehme, ihnen eine hohe Rendite verspreche und sie auszahle mit weiterem Geld weiterer Anleger. Und Charles Ponzi hat das tatsächlich nicht erfunden. Das ist natürlich auch irgendwie naheliegend, einfach Rendite reinzuholen, indem man weiteres Geld reinholt. Es gab sogar auch Anfang des 20. Jahrhunderts schon ein Stück am Broadway, das sich mit einem ähnlichen Schwindler, wie Charles Ponzi später einer war, beschäftigt hat. Da ist natürlich die Frage, warum ist ausgerechnet Charles Ponzi dann der Namensgeber dieses Schemes? Was macht ihn so besonders? Was ist in diesen 3 Tagen geschehen? Und genau diese Fragen wollen wir jetzt versuchen zu beantworten. Lassen wir Ponzi erst einmal selbst erzählen, wie er nach Amerika kam. Der 15. November 1903 war ein typischer Herbsttag an der Küste Neuenglands mit feinem, beständigem Nieselregen. An diesem Sonntagmorgen sah man die SS Vancouver, der Old Dominion Line, kurz nach 8 Uhr in den Bostoner Hafen einlaufen. Eine bunte Schar von Passagieren strömte aus der Bordwand auf das Dock. Es waren Einwanderer. Einwanderer verschiedener Nationalitäten, aber vor allem Italiener. Ich war einer von ihnen. Eine zierliche Gestalt in teuren Kleidern des neuesten europäischen Schnitts. Dafür, dass ich ein Einwanderer war, sah ich wahrlich nicht so aus. Nichts an meinem Äußeren deutete auf schwere Arbeit hin oder auf wirtschaftliche Not. Von der Krawatte bis zu den Gamaschen sah ich aus wie 1 Million Dollar. Wie der Spross reicher Eltern auf einer Vergnügungsreise. Weniger als 2 Wochen zuvor hatte ich Italien mit $200, dem mütterlichen Segen und guter Laune in Richtung Vereinigte Staaten verlassen. Ich war in einer bestimmten Mission aufgebrochen. Nämlich reich zu werden.
Das, was Ponzi hier erzählt, das stammt übrigens aus seiner Autobiografie, die er 1935 veröffentlicht hat. Das ist ja schon mal symptomatisch. Gestartet ist er mit $200, die hatte er von seiner Mutter bekommen. Er verjubelt aber alles auf der Überfahrt und hat am Ende noch $2,50 in der Tasche. Ja, Ponzi ist eben ein Mann des Dolce Vita, so kann man das sagen. Seine Mutter wusste das auch. Sie hat ihm deswegen auch die Anschlusszüge, die er in Amerika brauchte, schon vorab bezahlt gehabt. Ja, warum wusste sie das? Sie kannte ihren Sohn. 1882 ist Ponzi in Parma geboren. Sein Vater ist Postbote, die Mutter ist Adelige, zwar verarmter Adel, aber Aristokratin. Und der Charles fühlt sich als Adeliger auch besonders wertvoll. So kann man das, glaube ich, sagen. Ja, er besucht erstmal eine Privatschule und dann... Dann geht's auf die Uni in Rom, wo er aber auch nicht so intensiv studiert, sondern auch eher dem schönen Leben frönt. Ist schon damals sehr verschwenderisch und gibt viel zu viel Geld aus. Und dann sagt seine Mutter irgendwann, so geht's nicht weiter. Du gehst in die USA und machst dort ein Vermögen. Ja, wir haben mit Marie Springer gesprochen. Sie ist Dozentin am John Jay College of Criminal Justice in New York und beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit Ponzi-Schemes. Sie erklärt uns jetzt mal, warum es damals so eine besondere Zeit für Migranten in Amerika war. Anfang des 20. Jahrhunderts galten die USA als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Viele Leute sind damals hier eingewandert, weil man überall davon hörte, dass die Straßen in Amerika mit Gold gepflastert seien. Dass es unglaublich einfach sei, hier mehr als genug Geld zum Leben zu verdienen. Und dass man dann Geld nach Hause schicken könne. Es gab deshalb sehr viele Migranten mit großen Hoffnungen, die in diesem Zeitraum hierher kamen. Ja, und große Hoffnung hatte auch Charles Ponzi bzw. seine Mutter damals. Was sie ihm damals zurief, bevor er übersiedelte nach Amerika, das erzählt er uns jetzt mal selbst nochmal. Geh und mach ein Vermögen und komm dann zurück, hatte mir die Familie zugeredet. Ganz so, als führe kein Weg daran vorbei, in Amerika ein Vermögen anzuhäufen. In den Vereinigten Staaten sind die Straßen mit Gold übersät. Man muss sich nur bücken und es aufheben. Die Ereignisse späterer Jahre zeigten, dass darin mehr Wahrheit als Dichtung steckte. Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mich nicht einmal bücken musste, um das Gold aufzuheben. Im Jahr 1920 wurde es mir tatsächlich in den Schoß geworfen. Nicht pfennigweise und mit einem Teelöffelchen, sondern in großen Klumpen und mit einer Schaufel. Dennoch, gleich nach der Landung, als ich auf dem Dock stand, auf amerikanischem Boden, war meine Lage kritisch. Ponzi kommt also in Boston an. Doch bevor er dort später seinen großen Coup landet, reist er zunächst 16 Jahre durch Nordamerika. Er nimmt verschiedene Hilfsarbeiten an. Das funktioniert allerdings auch nicht so sehr gut. Er kündigt oft selbst oder wird gekündigt, versucht verschiedene Dinge wie Versicherungen verkaufen, Straßenschilder bemalen, Kellnern. Er selbst ist einfach kein Mann für einfache Arbeit. Ja, Ponzi ist ja schließlich auch Adeliger. Insofern fühlt er sich da zu Höherem bestimmt. Dieses Höhere kann er dann irgendwann auch erreichen, nämlich als er dann endlich Englisch kann. Jetzt kann er sich endlich auch für Jobs bewerben, die besser zu ihm passen. Er landet schließlich in Kanada, in Montreal, bei einer Bank, arbeitet sich da innerhalb eines Jahres zum großen Bankmanager hoch. Allerdings noch ein Jahr später wird er im Gefängnis landen. Angeblich soll er einen Scheck gefälscht haben, heißt es. Ponzi weist natürlich jede Schuld von sich. Auch wenn er sich als unschuldig wähnt, ist sein Ruf in Montreal nach dem Gefängnisaufenthalt natürlich ruiniert. Deswegen geht's zurück nach Amerika. Es dauert aber wirklich nicht lang, bis er dort auch wieder im Gefängnis landet. Diesmal soll er illegale Migranten ins Land geschmuggelt haben. Auch das weist er natürlich von sich. Aber in diesem Gefängnis lernt er interessante Personen kennen, die ihn auch später prägen werden. Wie zum Beispiel ein Mafia-Boss, der sich auch ziemlich schlecht behandelt fühlte. Ja, es gibt einen Gefängniswärter im Gefängnis von Atlanta, wo er zu der Zeit einsitzt, der ihm damals schon eine, Zitat, Obsession für das Planen von finanziellen Coups attestiert. Das ist natürlich schon ein bisschen Vorausdeutung. Ponzi ist zurück in Boston und wir nähern uns dem Moment, in dem ihm das Gold in den Schoß geworfen wird. Dazu muss man aber erst einmal verstehen, in welcher Situation er sich dort befindet. Ja, Ponzi
Umtriebig wie immer hat gerade ein Unternehmen gegründet, das das Ziel hat, ein Magazin für Exportwirtschaft herauszugeben. Der Businessplan sieht vor, dass er unglaublich viel Geld mit Werbeanzeigen verdient. Aber dafür muss er natürlich erstmal investieren und braucht Geld. Ich beschloss, einen Kredit bei einer Bank zu beantragen. Ich muss verzweifelt gewesen sein und hätte es besser wissen müssen. Ich beantragte einen Kredit über $2,000 bei der Hanover Trust Company. Seit einigen Monaten hatte ich dort ein Girokonto. Ich versuchte, entspannt zu wirken. Ich bat um $2,000 in demselben Tonfall, in dem ich auch um Wechselgeld für einen Nickel gebeten hätte. Mit meinem Antrag kam ich nicht sehr weit. Der Präsident der Bank entsorgte ihn zwischen ein paar Zügen an seiner Zigarre. Tut mir leid, sagte er kühl. Aber ich kann den Kredit nicht bewilligen. Es ist zwar unsere Regel, unseren Einlegern so weit wie möglich entgegenzukommen, aber Ihr Konto ist für uns eher ein Ärgernis als ein Vorteil. Guten Tag, Sir. Seine letzte Bemerkung machte mich so wütend, dass ich Gift hätte spucken können. Ich sah zu, wie er wieder in sein Büro ging. Dann verließ ich die Bank und murmelte vor mich hin. Eines Tages wird mir der Vogel aus der Hand fressen. Ein paar Monate später trat diese Prophezeiung ein. Zu diesem Zeitpunkt besaß ich die Hanover Trust Company. Mit allem drum und dran. Und ich hatte dort ein Guthaben von $5 Millionen. Ja, dort ist Ponzi noch einmal gescheitert. Aber er wird bald eine Erleuchtung haben. So empfindet er das jedenfalls. Es kommt ein Brief, in dem ein Katalog aus Spanien angefordert wird, mit einem internationalen Antwortschein. Als ich meine Korrespondenz sortierte, fiel mir ein Brief aus Spanien auf. In der Ecke war ein internationaler Antwortschein angeheftet. Es war ein Zeitpunkt, an dem mein Verstand äußerst wach war. Nur aufgrund dessen, was ich bereits über Coupons und Devisenkurse wusste, sah ich darin eine Gelegenheit zur Spekulation. Eine Abkürzung auf einem unbetretenen Pfad zum leichten Geld. Und es mag seltsam, ja fast erstaunlich erscheinen, dass dieser Weg bis dahin von den Finanzzauberern der Wall Street übersehen worden war. Für meine Entdeckung brauchte ich keine großen wissenschaftlichen Studien. In der Tat waren weder Wissenschaft noch Studium erforderlich. Es war so einfach, dass ich weniger als 5 Minuten brauchte, um die Möglichkeiten niederzuschreiben. Ja, das ist sozusagen die Schlüsselszene der ganzen Geschichte, die wir gerade gehört haben. Ponzi entdeckt in seinen Unterlagen, die da auf dem Schreibtisch rumliegen, die sogenannten internationalen Antwortscheine. Warum ist das jetzt ein Geistesblitz, den er da hat? Also internationale Antwortscheine, die gibt's heute immer noch. Die dienen sozusagen dem Zweck, man schickt die einfach wie so eine Briefmarke mit, wenn man einen Brief ins Ausland sendet. Und dann kann der Empfänger antworten, ohne dass er selbst nochmal was bezahlen muss. Warum ist das jetzt ein Geschäftsmodell? Ganz einfach deswegen, weil zu der Zeit die Wechselkurse sich verändern und Ponzi zum Beispiel Antwortscheine in Italien günstiger kriegt als in Amerika. Das heißt, er kauft im Ausland diese Antwortscheine und löst sie dann in Amerika ein und macht so Gewinn. Im Prinzip so lässt sich dieser Geistesblitz von ihm zusammenfassen, leicht vereinfacht. Ponzi sieht das Ganze am Ende so. Ein neuer Regenbogen war in mein Blickfeld geraten. Es war der spektakulärste, den ich je gesehen hatte. Mit neuer Energie und Begeisterung jagte ich ihm hinterher. Als ich ihn einholte, fand ich an seinem Ende $15 Millionen. Ich hätte es sein lassen sollen. Ich hätte aufhören sollen, als das Aufhören noch gut war. Aber ich tat es nicht. Das Geschäft mit den internationalen Antwortscheinen fiel mir in den Schoß wie ein reifer Apfel. Ich musste den Baum nicht schütteln, um ihn zu bekommen. Ich griff einfach dorthin, wo er gefallen war. Er sah gut aus. Ich untersuchte ihn auf Makel. Ich fand keine. Ich musste abbeißen. Ich wäre kein Mensch gewesen, wenn ich es nicht getan hätte. Ponzi hat also seine große Idee. Um das Ganze größer aufzuziehen, muss er aber Investoren finden. Das funktioniert am Anfang nicht ganz so gut, bis aber ein Bekannter von ihm davon hört und die Idee richtig gut findet und mitmacht. Das ist so der kleine Durchbruch. Außerdem kommt später noch seine Mutter zu Besuch.
die auf ihre nette und liebenswerte Art weitere Investoren überzeugen kann. Genau, also es ist tatsächlich schon so, ja, und das ist ja auch sehr kompliziert, das zu erklären. Ich glaube, das ist das, was die Investorensuche dann ein bisschen schwieriger macht, weil das System, das er da verkaufen will, sozusagen, das versteht keiner so richtig. Ich habe ja vorhin versucht, das so ein bisschen leicht verständlich zu erklären, aber gleichzeitig ist ja genau das auch der Trumpf, warum er mit dieser Masche überhaupt durchkommt. Ja, Marie Springer erzählt uns jetzt nochmal, wie genau er das Ganze dann doch zu einem Erfolg machen konnte noch. Ponzi war kein besonders brillanter Mensch. Er war nicht besonders intelligent, aber er war in der Lage, Menschen zu überzeugen. Das ist eines der Merkmale eines jeden Ponzi-Betrügers. Sie sind sehr charismatisch, freundlich, man kann ihnen leicht glauben. Und sie können Menschen extrem gut lesen, sodass sie sich genau darauf einstellen können, was ihr Gegenüber gerade hören will. Ihre Freundlichkeit und ihr Charisma bringt Leute dazu, an dem teilhaben zu wollen, was sie vorhaben. Anfangs musste Ponzi die Leute noch von seinem Geschäft überzeugen. Aber nach einer Weile fingen die Leute an, miteinander zu reden. Dadurch verselbstständigte sich die Sache. Als die ersten Leute nach 45 Tagen wirklich 50% Rendite auf ihre Investition erhielten, erzählten sie das all ihren Freunden. Guck mal, dieser Mann wird dich reich machen. Es war Mundpropaganda, mehr als alles andere. Ja, tatsächlich war es nicht nur das, sondern es war auch die Herkunft von Ponzi, die eine Rolle spielte bei seinem Erfolg. Inwiefern, das erklärt uns jetzt Tamar Frankel. Sie ist seit über 50 Jahren Juraprofessorin an der Boston University und hat auch ausführlich zu Charles Ponzi geforscht, da auch ein breit rezipiertes Buch veröffentlicht. Die Leute, die ihm das Geld gaben, waren nicht nur Italiener. Es waren Amerikaner, Deutsche und eine Vielzahl anderer Leute. Vor allem aber waren es wohlhabende Leute. Ponzi verstand es, ihnen ein sehr, sehr gutes Gefühl zu geben. Sie waren Götter, wenn sie mit ihm sprachen, die Komplimente und so weiter. Gleichzeitig bekam er von den Italienern Schutz und Bewunderung. Er war jemand, der aus Italien kam und der so erfolgreich zu sein schien. Überall Erfolg bei Ponzi, wo man nur hinsah. Ich denke, dass es genau das war, was Vertrauen aufgebaut hat. Ponzi hat also endlich Geld und das genießt er sehr. Er kauft unter anderem, wie vorhin schon angedeutet, die Hannover Trust Company auf. Ja, und das ist eben genau jene Bank, die ihm nur ein paar Monate zuvor einen Kredit für sein Magazingeschäft verwehrt hatte. Für Ponzi natürlich eine große Genugtuung. Aber nur eine Bank zu kaufen reicht Ponzi natürlich nicht. Er kauft insgesamt sehr gerne Dinge ein. Und die nächste Szene beschreibt, wie wichtig ihm das ist. Ein Nachmittag in Boston im Juni 1920. Ponzi ist gerade schlecht gelaunt, weil er nichts kaufen konnte. Das enttäuscht ihn seinerzeit immer. Der Mann, der ihn hier anspricht, hat also genau den richtigen Moment erwischt. Er hat auch bereits auf Ponzi gewartet. Was er will? Er will ihm ein Auto andrehen. Ich habe ein Auto, sagt Ponzi zunächst. Ein gutes Auto, erwidert der Verkäufer. Was denken Sie denn? Glauben Sie, ich fahre in einer Schubkarre rum? Ich habe gehört, dass Sie einen Hudson besitzen. Das stimmt und ich bin sehr zufrieden damit. Hudson ist in den 20er Jahren eine der gängigsten Automarken in Amerika. Nur Ford und Chevrolet verkaufen mehr Autos. Mit anderen Worten, Ponzi fährt ein Allerweltsauto. Das kann es doch für einen wie ihn nicht gewesen sein, oder? Aber jemand wie Sie braucht doch ein viel größeres und teureres Auto, drängt der Verkäufer. Was denn für eins zum Beispiel? Was verkaufen Sie überhaupt? Lokomobile. Lokomobile sind Luxusautos, die in wohlhabenden Kreisen beliebt sind. Allesamt Unikate. Der Romanautor Thomas Savage wird sie später einmal als die Fahrzeuge der Reichen und Mächtigen beschreiben. Der Verkäufer breitet einen Ordner mit Bildern verschiedener Modelle aus. Ponzi blättert ihn durch. Er findet schließlich tatsächlich einen Wagen, der ihm gefällt. Wie viel kostet der hier? $12,600 inklusive Lieferung. In Ordnung. Schicken Sie ihn gleich rüber. Ich nehme ihn. Aber ich kann das Auto jetzt nicht sofort liefern. Wann können Sie es denn liefern? In etwa 3 Monaten.
Zu spät. Ich will das Auto jetzt sofort haben. Das Auto ist noch nicht mal fertig. Es ist eine Sonderanfertigung für einen Millionär aus New York. Jetzt, da er weiß, dass der Wagen schwer zu bekommen ist, will Ponzi ihn unbedingt. Allein aus Prinzip, um diesem New Yorker Millionär etwas vorauszuhaben. Wann wird das Auto fertig sein? Fragt Ponzi. In etwa 2 Wochen. Er soll bis zum 1. Juli geliefert werden. Prima, dann stellen Sie ihn am 1. Juli einfach unten vor die Tür. Aber das Auto ist doch schon verkauft. Hören Sie, junger Mann, ich will dieses Auto. Und wenn ich etwas will, bin ich auch bereit, dafür zu zahlen. Bringen Sie den Wagen am 1. Juli um 1 Uhr hierher und ich gebe Ihnen $1,000 mehr dafür. Das Auto wird Ponzi pünktlich geliefert werden. Um 12:45 am 1. Juli. Und Ponzi fühlt sich wie der Graf von Monte Cristo. Geld auszugeben, Dinge zu kaufen, die teuer sind, gibt ihm ein Gefühl der Genugtuung. Mehr als das, eine Erregung, einen Nervenkitzel. Irgendwo reinzugehen und zu sagen, packen Sie das ein, ich nehme es mit. Es gibt nichts Tolleres für Ponzi. Unabhängig davon, ob es sich um eine Bonbonschachtel oder ein Gebäude handelt. Mit der Bestellung dieses Luxuswagens sind wir jetzt quasi wieder da angekommen, wo wir mal eingestiegen sind. Es ist jetzt der Juli 1920 und 24 Tage später wird Ponzi genau mit diesem Luxuswagen, also das, was wir am Anfang der Folge gehört haben, den bejubelnden Menschenmassen entgegenfahren. Gleichzeitig zeichnet sich aber, auch das haben wir eingangs schon gehört, auch schon der große Fall ab zu der Zeit. Das liegt vor allem daran, dass Ponzi, wenn er kein Betrüger ist, dann zumindest jemand ist, der sich selbst belügt. Die Leute müssen gedacht haben, ich hätte den vergrabenen Schatz der Inka entdeckt. Oder die Lampe von Aladdin. Wenn sie auch nur einen Gedanken an die Antwortscheine verschwendet hätten, wäre ihnen schwindelig geworden. Ich hätte mehr als 250 Millionen davon abwickeln müssen. Das war absurd. So viele gab es auf der ganzen Welt nicht und hatte es nie gegeben. Es hätte Monate gedauert, sie zu drucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Eine Zeit lang hatte ich überhaupt keine Coupons mehr bekommen. Tatsächlich konnte ich nach der ersten Ladung keine weiteren mehr kaufen, außer in kleinen Mengen. Aus keinem anderen Grund als dem, dass das vorhandene Angebot nicht ausreichte, um die gestiegene Nachfrage zu decken. So also sieht Ponzi selbst das in seiner Biografie. Was Murray Springer dazu sagt, hören wir jetzt. Er hat nie eine dieser Briefmarken gekauft. Er hat nie auch nur eine einzige von ihnen tatsächlich gekauft. Nichts in den Unterlagen, die ich gefunden habe, kann Ponzis Behauptungen belegen. Er hat seine Masche nur am Laufen gehalten, indem er frühe Investoren mit dem Geld der neuen Investoren auszahlte. Ja, ob er jetzt wirklich von vornherein Betrug geplant hatte oder nicht, fest steht, Ponzi hat keine Kohle. Was sollte ich tun? Meine Zahlungsunfähigkeit erklären und mich strafrechtlich verfolgen lassen? Oder weiter blöffen und auf mein Glück vertrauen? Ich hielt an meinem Bluff fest und hoffte, dass ich irgendwann einen brauchbaren Plan finden würde, um all meine Gläubiger vollständig zu bezahlen. Es kam mir nie in den Sinn, das ganze Geld einzusacken und mich zu verdrücken. Hätte ich das getan, wäre ich nicht so oft als verdammter Narr bezeichnet worden. Ich stand mit leeren Händen da. Keine Coupons, kein Gewinn in Sicht und keine Möglichkeit, meine Anleger auszubezahlen. Außer durch den altehrwürdigen Brauch, Peter zu bestehlen, um Paul zu bezahlen. Ich musste entweder untergehen oder schwimmen. Und ich gebe zu, dass ich nicht untergehen wollte. Ja, dass Ponzi schwimmen wollte, das liegt auch ein bisschen daran, dass er Leute hatte, die ihn ertränken wollten zu der Zeit, wenn man das so drastisch formulieren kann. Er hat zu der Zeit nämlich die Journalisten der Boston Post auf seine Schliche gebracht mit seinem sehr, ich sag mal, auftrumpfenden Auftreten. Und die recherchieren ihm da schon länger hinterher, kommen ihm auch so langsam auf die Schliche. Ponzi begibt sich in dieses Katz-und-Maus-Spiel und will nach wie vor keine Schuld eingestehen. Am Ende stellt er sogar einen PR-Agenten ein und es wird genau dieser PR-Agent sein, der ihn schließlich zu Fall bringt. Das ist nämlich William McMasters, den er da einstellt.
der hatte davor auch schon einige andere, ich sag mal, dubiose Gestalten vertreten. Bei Ponzis Fall ist es McMasters aber relativ offensichtlich, relativ schnell, dass der eigentlich ein Betrüger sein muss. Und weil er um seinen eigenen Ruf als PR-Mann fürchtet, geht er letztlich zur Boston Post und erzählt seine Geschichte, die Ponzi in einem sehr schlechten Licht dastehen lässt. Trotz allem hat Ponzi aber immer noch Fans. Boston, School Street, 3. August 1920. Gegen 16 Uhr verlässt Charles Ponzi sein Büro. Er nähert sich den Zeitungsjungen, die ihm die Presse vom Nachmittag verkaufen wollen. Er kauft eine, gibt ein großzügiges Trinkgeld, will umdrehen, ins Büro zurückkehren. Dann ruft ihm jemand aus der Menge zu: Du bist der großartigste Italiener in der Geschichte. Nein, antwortet Ponzi. Er lacht dabei. Ich bin nur der drittgroßartigste. Columbus hat Amerika entdeckt und Marconi die Funkwellen. Du hast das Geld entdeckt, ruft der Fan ihm zu. Bevor er antworten kann, weist ihn einer seiner Mitarbeiter auf eine weinende, ältliche Dame hin. Sie will $450 zurückhaben. Sie hat ihr ganzes Erspartes bei ihm eingezahlt. Aber die Schlangen sind zu lang. Sie wird es nicht bis nach vorn schaffen. Ponzi legt seinen Arm um die alte Dame und geleitet sie an den Menschen vorbei in sein Büro. Dort angekommen, entschuldigt er sich für die Unannehmlichkeiten. Nun, Madam, sagt er dann, wie wollen Sie Ihr Geld haben? Cash oder Scheck? Sie will Cash. Ponzi greift kurz in seine Hosentasche, nimmt ein dickes Bündel an Geldscheinen heraus und zählt daraus $450 ab. Nun, sagt er dann und zwinkert den Menschen in der Schlange dahinter zu. Nun haben Sie das Geld und ich bin pleite. Was Ponzi nicht ahnt, was eine Woche später 430 Kilometer nördlich von Boston passieren wird, in Montreal. Herb Baldwin von der Boston Post hat einen Hinweis bekommen und zeigt Ponzis Foto verschiedenen Menschen dort. Sie erkennen ihn und wenig später ist klar, dieser Mann saß mindestens schon einmal im Gefängnis. Diese Vergangenheit im Gefängnis hatte Ponzi nach seinen großen Erfolgen ja bisher immer verheimlicht gehabt. Jetzt fällt dieses Schaubild in sich zusammen. Ponzi wird trotzdem noch versuchen, mit erhobenem Haupt durch Boston zu laufen. Er wird weiterhin seine Unschuld bekennen und wird sagen, dass er alle Anleger zurückzahlen will. Am 15. August 1920 wird auf der Titelseite der Boston Post die Schlagzeile lauten Ponzi arrested. Das ist ein kleiner Triumph natürlich für die Journalisten und eine große Niederlage für Ponzi. Ein paar Wochen später, im November, wird ihm dann der Prozess gemacht. Wir lauschen mal im Gerichtssaal. Boston, 4. Stock des Gerichtsgebäudes, 20. November 1920. Ponzi tritt ein. Er trägt einen braunen Zweireiher, ein blaues Anstecktuch ragt heraus. Er sieht aus wie immer. Aber seine Mimik passt nicht zu dem Ponzi, den man bisher kennt. Er wirkt unsicher. Fast so, als wäre er zum ersten Mal in seinem Leben nicht überzeugt von sich. Die Anklage wirft Ponzi Betrug vor. Auf was der Angeklagte plädiere, will das Gericht wissen. Ponzi zögert, schweigt, zögert wieder. Dann, endlich mit befangener Stimme, flüstert er: Schuldig. Sein Anwalt Dan Cloakley setzt an. Es ist sehr schwer für meinen Mandanten, hier vor diesem Gericht zu stehen und es zuzugeben. Deshalb hat er mich gebeten, Ihnen, Euer Ehren, noch einige Erwägungen mitzugeben. Er hatte $7 Millionen auf Bankkonten, die er in einer halben Stunde bekommen hätte. Er hatte einen italienischen Pass. Er hätte einfach an Bord eines Schiffes gehen können, mitsamt seiner $7 Millionen. Also, sagte er, hätte ich irgendeine Absicht zu betrügen oder meine Schulden nicht zu bezahlen, mich so verhalten, wie ich es jetzt tue? Würde ich dann selbst anbieten, meine Bücher prüfen zu lassen? Er hat eben das getan. Die Überprüfung der Bücher ergab, er ist insolvent. Es scheint so, als habe er schlechte Investments getätigt.
und Millionen an diejenigen ausbezahlt, denen er Geld schuldete. Alles, was für Ponzi selbst bei all dem raussprang, waren etwa 25.000 Dollar. Das sind gerade mal durchschnittliche Lebenshaltungskosten. Richter Clarence Hall unterbricht. Gibt es irgendetwas, das Sie hier vorbringen können, das dieses Gericht zu dem Urteil führen könnte, dass das keine wilde Betrugsmasche war? Ich glaube nicht, dass der Angeklagte es selbst für eine wilde Betrugsmasche hält. Ponzi glaubt absolut daran, dass er Dollar für Dollar zurückbezahlt hätte, wäre er nicht festgenommen worden. Er ist kein böswilliger Krimineller. Ponzi wird verurteilt und muss 5 Jahre ins Gefängnis. Die Boston Post erhält einen Pulitzerpreis. 1935 schreibt Ponzi in Rom sein Buch, kann aber den Druck nicht zahlen. Was ganz interessant ist, tatsächlich hat er eigentlich 4 Bände seiner Biografie geplant, aber nachdem der erste schon keinen Abnehmer fand, sind die anderen heute leider verschollen. Die erschienen ist, aus der haben wir ja breit zitiert in dieser Folge. Am Ende landet er verarmt in Brasilien und trifft dort nochmal einen Reporter am Sterbebett. Die letzten Sätze, die er der Nachwelt überlässt, sind diese. Nun, wie viel wissen Sie über mich? Ich war die Nummer 1 damals in diesen Tagen, noch vor Al Capone. Ich hatte einmal 15 Millionen Dollar. Ich trug mehrere Millionen in Form von Cash und Schecks mit mir in meinen Taschen herum. Sehen Sie mich jetzt an. Ich schätze, viele Menschen würden sagen, ich habe bekommen, was ich verdiene. Nun, all das ist 28 Jahre her. Seitdem ist eine Menge passiert. Aber ich habe das amerikanische Volk da getroffen, wo es ihm am meisten wehtut, im Portemonnaie. Das waren verwirrte, geldbesessene Tage damals. Jeder wollte einen Reibach machen. Ich auch. Ich sonnte mich im Geld anderer. Mein Geschäft war simpel. Es war das alte Spiel. Peter ausrauben, um Paul zu bezahlen. Wenn du mir 100 Dollar gegeben hättest, hätte ich dir einen Zettel gegeben, der dir in 3 Monaten 150 versprochen hätte. Meine Zettel wurden irgendwann wertvoller als amerikanisches Geld. Dann kam ich in Schwierigkeiten. Die ganze Sache war ruiniert. Zur Einordnung, das ist Ponzis erstes Geständnis. Vorher hat er immer alles abgestritten. Und die entscheidende Frage ist, warum ist ausgerechnet Ponzi der Namensgeber für dieses System? Ja, das erklärt uns jetzt nochmal Tamar Frankel, zumindest ihre Sicht auf diese Frage. Er bekam die Unterstützung, die Hilfe und die Bewunderung von Leuten, die aus Italien kamen, wo er herkam. Da war also jemand, der kein gebürtiger Amerikaner war, der nicht einmal allzu gut Englisch gesprochen hat. Und der ein Star wurde, der es zu etwas Großem gebracht hat. Viele andere Einwanderer wollten sich in ihm sehen, wurden Anhänger und Fans von Ponzi. Ich glaube, das war einer der Gründe, warum er alle anderen Betrüger der Zeit überstrahlte. Marie Springer sieht es so. Er war sehr charismatisch. Er hatte die richtige Persönlichkeit, um die Leute dazu zu bringen, ihm zu glauben. Meiner Meinung nach ist das das Einzige, was ihn auszeichnete, dass so viele Leute damals darauf hereingefallen sind. Und dass er sehr präsent in der Presse war. Das ist es, was heraussticht. Und das ist der Grund, warum wir diese Masche heute Ponzi-Scheme nennen. Also man sieht schon, der Charles ist eine Person, die nicht so hundertprozentig irgendwie einzuordnen ist, auf Bösewicht oder doch Held. Ich weiß nicht, Anna, was ist so dein Bild von Ponzi? Wenn man ihn so über sich selbst sprechen hört, dann muss man leider auch zugeben, dass er nicht ganz unsympathisch rüberkommt. Aber am Ende ist es natürlich auch eine sehr einseitige Sicht und er verkauft sich natürlich auch sehr positiv dort. Genau, wir haben ja jetzt sehr viel Charles Ponzi selbst sprechen lassen. Die Frage ist natürlich, bei dieser Sicht, seiner persönlichen Sicht auf seine Lebensgeschichte, wie glaubwürdig ist das eigentlich? Marie Springer sieht es so. In seiner Biografie versucht er ständig, all seine Probleme im Leben auf jemand anderen zu schieben. Er ist ja einfach so unschuldig. Ich kaufe ihm das nicht ab. Ich kaufe ihm nichts davon ab. Er wusste, was er tat. Er wusste, dass es falsch war. Ich denke, dass viele Betrüger versuchen, jemand anderem die Schuld für ihr Scheitern zu geben. Das sehe ich oft.
Also kaufe ich ihm das nicht ab. Ich glaube, Ponzi war ein vorsätzlicher Betrüger und ein Berufsbetrüger. Ich glaube, er war einfach nicht gut im Geldverdienen und hat alles versucht, was er konnte. Es kann durchaus sein, dass er auch noch ganz andere Dinge getan hat, bei denen er nicht erwischt wurde. Er war ein Berufsbetrüger. Er wusste genau, dass das, was er tat, falsch war. Ja, Berufsbetrüger oder vielleicht jemand, der ein bisschen sich selbst übernommen hat. Am Ende muss man natürlich schon sagen, Ponzi hat sich selbst halt gerne als Held gesehen. Das schwingt hier immer durch. Er wollte sich deswegen auch das Scheitern nicht eingestehen und er wollte trotz seines Betrugs, wenn er denn vorsätzlich war, immer noch in einem guten Licht öffentlich dastehen. Also ein Held war er jetzt wohl dann doch nicht wirklich, oder? Nur ganz kurze Zeit für seine Landsleute vor allem, das hatten wir ja vorhin auch schon gehört. Und wenn das alles funktioniert hätte, hätte er auch ein Held werden können. Aber es war ja nun einmal von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ja, Thomas Frankel hat da eine ganz klare Meinung zu dieser Frage, ob Held oder Bösewicht. No, he was not a hero. As a matter of fact, he was a shadow. Nein, er war kein Held. Im Gegenteil. Er war ein Schatten über jede zwischenmenschliche Beziehung. Er steht für das, was unsere Beziehungen zu allen Menschen zerstört. Es ist eine Geschichte über die menschliche Natur. Es geht um diesen Mann, der das Gefühl haben wollte, dass er schlauer sei als all diese reichen Leute, die ihm das Geld gaben. Und dass er sie manipulieren könnte. Es gibt viele, viele solcher Menschen. Was sie zur Unehrlichkeit treibt, ist der Wunsch, sich schlauer zu fühlen als die Menschen, die sie betrügen. Und ich denke, das ist bedauerlich. Ja, das war Vivo History Financial Crimes über Charles Ponzi. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass Sie bei der nächsten Folge auch wieder dabei sind. An dieser Folge haben mitgearbeitet Redaktion Tobias Gürtler, Anna Hönscheid, Sounddesign Florian Pape, Musik Christian Heinemann, Sprecher Thomas Balou Martin. Weitere Stimmen Stefanie Brinkmann, Sebastian Bowe, Nora Färfers, Marcel Rapp, Matthias Rutkowski und Katrin Weber.